Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge German Treasure Hunter. Ich meine, der kölsche Schatzsucher und sein Helferlein. Also, wir haben hier einen schönen Acker gefunden. Bisher wahrscheinlich nur eine Nebenstelle. Und wie ihr seht, es regnet. Und vor allen Dingen hat es die letzten Tage geregnet. Und dann kommen wir vielleicht aus dieser Staubschicht mal raus. Jedenfalls werden wir euch mit auf den Acker nehmen. Ja. Und an dieser Stelle nochmal. Jochen sei gegrüßt von uns. Ich bedanke mich für das Sponsoring. Und für alle, die es noch nicht wissen, das ist www.abenteuer-schatzsuche.de. Und wir werden uns gleich auf dem Acker bei der Einstellung wiedersehen. Also bis gleich. So, ich bin auf dem Acker und werde euch heute meine Einstellung sagen. Ich benutze heute wieder mein Ackerprogramm, was ich mit dem HOT-Programm generiert habe. Es ist ein 3-Ton-Programm und als allererstes habe ich die Ground Balance vorgenommen. Die ist auf 80. Ich bin dann in den Expertenmodus gegangen und habe den Bodennotch von 90 bis 85 zurückgesetzt und den Bodensens auf 6 belassen. Jetzt gehen wir ins Menü und dann zeige ich euch, was ich noch vorgenommen habe. Ich habe den Sens auf 96 genommen, die Kilohertz auf 14,4, Eisenlautstärke auf 1 wegen den Mischsignalen, die Reaktionszeit auf 3. Im Expertmodus bin ich diesmal auf 0 gegangen und die Audio Response auf 4, im Expert Audio Sättigung auf 1. Das ist jetzt und den Disc auf 5. Und das ist für heute meine Einstellung für diesen Acker. So, dann werde ich jetzt mal losgehen und euch zum ersten Fund dazu holen. Also bis gleich. So, hier haben wir ein weiteres Signal. Es liegt bei 89 und ganz stabil. Ich denke auch nicht zu tief. Ihr seid aber leicht dabei. Ja? Okay. Ist raus. So, wollen wir mal schauen, was es ist. Ja, der Boden ist jetzt, wie ihr seht, auch bevor ich jetzt weitermache, fester durch die Regenschauer, die wir die letzten Tage hatten. Ja, da haben wir es. Ah, und eine weitere römische Münze. Entweder ist es ein Großvolli. Doch, ja, wird ein Großvolli sein. Ich hoffe, das kann man gut sehen. So, ein bisschen näher mal für euch. Ich hoffe, dass das klar bleibt. Ja, so. So, dann wollen wir mal hoffen, dass so weiterläuft heute. Bis gleich. So, hier haben wir wieder ein erneutes Signal. 65 geht runter bis auf 63. Ist auch nicht sehr tief. Aber ich muss sagen, jetzt die Böden durch das Regen sind viel fester geworden und feucht. Sehr schön. Ist draußen. So, ihr seid wieder live dabei. Da haben wir sie. Ein römischer Vollis oder Foli. So, ich hoffe, man kann ihn erkennen ein wenig, ein bisschen hin und her. So, dann sehen wir uns beim nächsten Fund.
Bis später. So, hier sind wir beim nächsten Signal. Ein Doppelton. Meistens ist das bei Ringen oder bei runden Objekten. Ihr hört es, 85er Leitwert. Sehr sauber. So, ihr seid live dabei. Das ist draußen. Mal gucken, was es ist. So, erstmal den Detektor beiseite legen. Ah, ist er in dem Haufen drin? Ne? Ach, ist die Schippe? Ja. Okay, hierbei. Ich hoffe, ihr könnt das alle noch sehen. Ja, ich hab's. Eine Münze. Oh, ja. Stenke, ein Kälte. Ja, ich bin mir fast schon sicher. Von der Dicke her könnt ihr ja mal so sehen. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Die ist ziemlich dick. Für ein Volley zu dünn. Ich würde mal sagen, das wird ein Aduatuca sein. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, Aduatuca ist ein keltischer Stamm aus dem Rheinland. Und die meisten Bronzemünzen haben auf der Vorderseite einen Vierwirbel. Das heißt, so wie ein Hakenkreuz angeordnet ist. Und die Haken, das sind Pferdeköpfe. Und in jeder freien Lücke ist noch ein Kreis. Auf der Rückseite ist ein Pferdchen abgebildet bei den Aduatukern. Und ja, wie gesagt, ich will da jetzt nicht drüber räumen, aber so könnt ihr euch erstmal die keltische Münze vorstellen. Bis später. Hier haben wir ein 95-96er Signal. Ganz klar und ganz laut. 95-96. So, ich nehme euch wieder mit beim Graben. Der Boden ist jetzt ein bisschen fester hier an der Stelle. So. So, der Fund ist draußen. Ihr seid jetzt live dabei. Ja, endlich. Seid live dabei. Die erste gute Römermünze. Das ist ein Sesterz. Und so wie es ausschaut, ist er auch noch relativ gut erhalten. Ja, das macht Freude. So kann es weitergehen. Ha, nee. Aber so kann es weitergehen. Ich hoffe zumindest, dass man jetzt ein paar ordentliche Funde macht. Ja, dann wollen wir mal gucken, was der nächste Fund bringt. Ich hoffe, dass der jetzt gut in der Kamera ist. Dass noch scharf ist. So. Oder sehen könnt. Ein bisschen weiter weg. So vielleicht. Also bis gleich. Hier haben wir ein weiteres Signal. Eine 76er Anzeige. Ist in den ersten 5 Zentimetern. Hier ist schon ein bisschen fester der Boden. So. In dem Klotz doch. Und ihr seid wieder live dabei bei der Fundbergung. Na?
Na, die Schaufel ist wieder im Weg. Ach, da habe ich sie schon. Ein weiterer Volli. Ich hoffe, dass man sie sehen kann, die Münze. Ja, Daniel guckt schon von hinten so ganz grimmig. Ich darf die Funde nicht mehr so laut ankündigen. Er ist, glaube ich, jetzt ein wenig frustriert. Er geht jetzt Kaffee trinken. Also werde ich auch jetzt Kaffee trinken gehen. Also wir sehen uns nachher bei einem weiteren Fund wieder. Bis später. So, hier haben wir wieder ein 90er-Signal. 89,90. Auch nicht tief. Wollen wir mal gucken, was das ist. Nicht schon draußen. Und, ach nee. Oh. Jo, ich sehe schon, was es ist. So, Leute. Heute mal wohl mit besseren Funden als das letzte Video. Hier liegt es. Und was ist es? Eine komplette Zügelführung, eine römische. Aus Bronze. Jetzt wollen wir nur für euch ein bisschen, für die, die es nicht wissen, was das ist, ein bisschen freilegen. Ja, schön, schön. Unten verziert auch noch. Ja. Hier noch. Ja, ein bisschen, weil es wohl oben gelehen hat, aber die ist komplett. Der Halter. Ja. Jetzt könnte ich sagen, so kann es weitergehen. Das sage ich auch jetzt, so kann es weitergehen. Ja, jetzt habe ich das erste Mal grinsen. Also hier wieder eine der neuen Stellen, die ich ja mit dem Daniel und mit dem Pino rausgefunden habe und heute angegangen bin. Und wie es aussieht, es lohnt sich echt, neue Stellen anzugehen. Also dann, bis später. So, hier haben wir erneut ein Signal. Sehr stabil. Hier wird es sein. Ein 74er Leitwert. Daniel ist schon genervt von mir. Also ich darf schon keine Funde mehr rufen. Der will mich schon an der Autobahnraststätte aussetzen. So, ihr seid wieder live dabei. Ach, der Boden ist schön nass. Und schwer. Das ist draußen. So. Pinpointer und los geht es. Ich dachte, Daniel hat ja nicht zeigen. Ach nee, ist das herrlich. Okay. Ich weiß es noch nicht. Entweder ja, so ähnlich wie eine Rautenfibel oder einen rautenähnlichen Beschlag. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, ob welche Haltungen auf der Rückseite sind. Ach nee. Der arme Daniel, er macht heute was mit mir mit. Ich darf ihm die Funde gar nicht alle zeigen, die ich in der Tasche schon mittlerweile habe. Okay. Dann bis auf ein neues. Weil von schlechter Laune ist er schon darauf getreten. Gut, dass er das hört. Weil der steht nämlich jetzt an dem. Daniel hat den Fund zugeschüttet. Ich weiß ja, wo er in etwa liegt. Ich hatte ihn ja schon draußen gehabt, weil eben zu Anfang schlechter Ton war. Und jetzt hat er wirklich so fester drauf getreten. Jetzt muss ich wirklich den Spaten wegtun. So, und das wird auch für heute dann der letzte Fund sein, den ich jetzt vor Kamera mache. Das glaube ich auch, dass das der letzte Fund heute ist. Ach, hier ist er. So. Ich hatte sie ja schon in der Hand gehabt. Ich glaube, ich habe jetzt noch eine mittelalterliche Fibel gefunden, die so in eine Blumenart ist. Hinten merkt man den Nadelrast und wo die Nadel aufgesetzt war. Das ist also überall Löcher in den Blütenecken. Und ihr müsst jetzt euch da jetzt sich angucken. Ich glaube, für den ist heute vorbei. Ich glaube, der will mich auf der Autobahn aussetzen. Wir tun jetzt mal Daniel ganz kurz in die Kamera. Guck
guckt euch das Gesicht an. Er wird mich am liebsten. Er würde mich am liebsten töten. Es ist ja immer wichtig, dass ich so ein paar Tage wie heute einstreue. Ne? Ja. Wer hat eigentlich am Anfang immer gejammert, müssen wir wirklich auf diesen Acker? Guck mal, da liegt nur eine Ziegel, das ist die Hauptstreuung. Naja. Es ist ja so, solche Tage streue ich immer ein, weil sonst weint der Markus immer wieder so lange. Und jedes Mal die Tränen. Ich habe schon keinen Zeber mehr im Auto wegen den Tränen. Wir haben Tränenfläschchen schon. Aber heute darfst du Findelkönig sein. Ich bin der Findelkönig. Du darfst du Findelkönig sein. Ich bin der Findelkönig. Aber gleich am Auto, wenn wir eine Fundzusammenfassung machen, sonst wird das ein Spielfilm wie Herr der Ringe hier. Also hier, der Acker, der ist wirklich jungfräulich und wir sind froh, dass wir wieder einen schönen neuen Acker gefunden haben. So, und alles andere nachher zum Schluss. Also bis dann. So, ein Suchertag ist wieder zu Ende. Dann ich waren jetzt 5 Stunden hier, ne? 5 Stunden waren das gut. So, wir können natürlich nicht alle Funde, ja, ich sag jetzt mal, per Film euch zeigen, weil, wie gesagt, dann wird es eine Folge wie Herr der Ringe geben. Also wie mehr als 3 Stunden. Ich habe jetzt schon 2 Akkus komplett durch. Und wir fangen wie beim letzten Video erstmal mit den Schrottfunden an heute. Oder ich sag mal mit den Teilen, dass man sieht, wie viel man heute hier gesammelt hat. Meinst du, wie viele Kilo sind zusammengekommen? Ja. Was schätzt du? 5 Kilo können doch schon sein. Viel Blei. Ja. 5 Kilo. Die klassischen spätrömischen BMG-50 Fibeln. Ja. Ne? Okay, gib mal auf die Tüte und wir zeigen es euch, dass ihr das mal so seht. Da ist alles vertreten. Knöpfe, ja. Ja, vielleicht auch noch ein paar Stüber, die war. Aber wichtig ist, man sieht auch diese dicken Bleistücke. Ja. Hier zum Beispiel große, hier. Viel Bronze. Obwohl, das ist eine Silbermünze. Ich weiß nicht, wie die hier reingekommen ist, aber tun wir die opfern? Nee. Doch, wir opfern heute eine Silbermünze. Gut, weil der Acker so gut zu uns war. Ja, das ist eine Silbermünze. Ja. Das ist tatsächlich eine Silbermünze. Ja, siehst du das? Das ist das römische. Also, das könnt ihr sehen. Nicht, dass ihr denkt. Ja. Und, wir werden sie opfern. So. Opfer. Ja. So, das ist die Opfergabe. Ja. Denkt immer dran, das war jetzt eine kleine silberne Münze. Das ist wenn die was wert war. Ja, das ist Markus Adlerfibel, ne? Ja, war auch genau mit dabei. Manche nennen es auch Teil einer Schnalle. Ja, aber zum größten Teil jede Menge römisches Blei. Wie hier vom Daniel, ich glaube, das hast du ja hier gefunden. Ja, das ist ein Bleigewicht, aber wird alles hier opfert. Ne? Oder? Machen wir das? Ja. Opfern. Okay, jetzt habt ihr den größten Fund gesehen. Wenn wir den am Hacker ran, einer kommt vorbei. Nein, nein. Wir nehmen den Müll immer mit und der gehört entsorgt, der gehört ins Altmetall. Das Blei gehört weg von dem Acker. Das sind alles Schwermetalle. Genau so, wenn man das. Ja. Nee, also wir entsorgen das natürlich. Also das ist jetzt ein Witz. Aber die Silbermünze habe ich wirklich geopfert. Stimmt da? Nee. Die haben wir geopfert. Habe ich ihm auch gesagt, wer solche Funde machte, muss was da lassen. Genau. So. Jetzt pack die mal weg oder lass mal da liegen. Jetzt werden wir erstmal hier auf die Tüte die Römermünzen. Also, das sind jetzt da. Jetzt Römermünzen. Otto! Okay, wir schauen heute mal, was Daniels Ausbeute ist. Du sollst nicht auf meine Ausbeute schauen. Daniel, wie viel sind das? Mickrige 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann. Du bist beim Findelkönig unterwegs. Okay, der arme Daniel. Wir machen jetzt mal meine Ausbeute. So, ich hoffe, dass er alle dabei ist. Wie, ist die Kamera aus? Ich hoffe es nicht. Ich komme sofort zurück. Nein. Doch. Die Kamera war an. Ich hatte sie nur verkehrt rum. Also komm, weiter. Komm, die Schlechtigkeit. Und daran seht ihr, das ist alles bei mir live und wird nicht geschnitten. So. So, ich wollte euch jetzt zeigen, was ich gefunden habe. Markus ist nicht beschnitten. Nee, der ist nicht beschnitten. So, wir fangen an mit dem Sesterzen. Oh, der wird aber noch einigermaßen gut. Man sieht schon, ja, oh ja, feines Teil, feines Teil. Doch, da kann man schon einiges drauf erkennen. Da brauchen wir nicht viel dran zu tun. Ich meine, der ist abgegriffen, aber der Hauptteil ist noch zu sehen.
So, und jetzt kommen die Follies. Erzählen Sie mal wieder. Ein Folli. Zwei Follies. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Dann der Kälte. Nochmal so, dass ihr den seht. Der Kälte. Dann, ja, entweder ist das eine Rautenfibel oder ein Beschlag, ich weiß es noch nicht. Dann hier noch so einen halben Muschelbeschlag. Das könnte von einer Kette sein, wo die Bronzeglieder zwischen sind, also das verziert an einer Ende. Dann hier, ja, ein größerer Stern, aber der wird bestimmt nicht römisch sein. Dann hier die Mittelalterfibel. Was haben wir denn noch? Gucken, das ist das all gewesen. Na, nein. Hier ist noch ein Folli. Ach so, ja, geht weiter. Hier der große Folli. Ja, das war's. Also ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Münzen. Den einen Beschlag. So, und jetzt kommt noch das Highlight. Das hat sich schon der Daniel aus der Tasche genommen. Nein. Halt mal fest die Kamera oder mach mal auf. So. Da hat er mir Alupapier, da hat er doch rausgenommen. Ich dachte schon, wunders, warum das so leicht ist, der böse Daniel. So, und die Zügelführung, das ist also für mich heute das Highlight gewesen. Also wie gesagt, der Acker ist, ja, was heißt jungfräulich, aber wir würden, ich würde mal sagen, also nicht gut besucht. Also bei solchen Objekten, die noch dort liegen, ja, nicht schlecht. So, das war es wieder mal für diese Folge. Ich weiß nicht, ob ich das Video vor dem Treffen noch hochladen kann. Die Funde werde ich auch nicht alle säubern können. Ihr habt sie ja jetzt gesehen. Könnt euch ja jetzt vorstellen, was das ist. Da fehlt mir einfach momentan die Zeit für. Wir sind in der Vorbereitung für Treffen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich mit dem Daumen nach oben. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte jetzt noch abonnieren für die nächsten, dass ihr immer dabei seid. Aktiviert die Glocke, dann wisst ihr immer, wenn was Neues von mir kommt. Ja, nochmal zum Schluss. Vielen Dank Jochen für das Sponsoring. Also wer XP und solche Geräte sucht, der ist beim Jochen Reifenrad www.abenteuer-schatzsuche.de an der richtigen Adresse. Und wenn er Beratung braucht, dann könnt ihr mich fragen oder auch den Carsten. Oder ja, wie gesagt, beim Jochen anrufen. Der berät euch auch gerne. Und ja, er hat einen tollen Reparaturservice auch noch mit dem Thomas Noll, der noch Techniker ist. Ja, ansonsten sehen wir uns spät auf meinem Treffen oder bei nächsten. Also ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Also bis dann. Tschüss.